Welche Freiheit für die Opfer des Freihandels? Sehen Sie zu dieser Frage, aufgeworfen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise, die folgende Reportage. Begleiten Sie Marie-Monique Robin in den zentralmexikanischen Staat Zacatecas. Seit 18 Jahren gehört Mexiko wie die USA und Kanada zur NAFTA, der nordamerikanischen Freihandelszone. Freihandel, das ist ein Wirtschaftssystem, das auf Freizügigkeit von Gütern und Dienstleistungen durch Abbau der Zollschranken in einem gemeinsamen Raum setzt, was ja die Ausgangsbasis für die EU war. Allerdings sind in diesem System manche freier als andere. Von der NAFTA profitiert in erster Linie die amerikanische Wirtschaft. Zügellos. Die mexikanischen Bauern dagegen kommen immer weniger über die Runden. Dieses Haus hier links ist seit 7 Jahren unbewohnt. Ich weiß nicht, wo die Familie ist. Rechts ist noch ein Haus, das seit 4 Jahren verlassen ist und niemand weiß, wo die Eigentümer sind. Noch 3 verlassene Häuser. Und auch das mit dem schwarzen Tor. Hier noch 4 andere. Ich kannte die Eigentümer, aber ich weiß nicht, ob sie noch leben oder tot sind. Wir sind am Ende. Seit dem Freihandelsabkommen können wir uns nur noch auf Gott verlassen. Oktober 1992. Die Staatschefs von Mexiko, den USA und Kanada feiern die Unterzeichnung des NAFTA, des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Free trade is the way of the future. Nachdem die nationalen Parlamente das Abkommen ratifiziert hatten, trat es am 1. Januar 1994 in Kraft. Es sieht den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen in den 3 Ländern der Zone vor. El Tratado de Libre Comercio expresa el reconocimiento de nuestros pueblos a las nuevas condiciones de la economía mundial. Ampliará las economías de escala para los productores, aprovechando las ventajas comparativas de cada economía, favorecerá el crecimiento de México. Con el tratado, todos podemos ganar. Bundesstaat Zacatecas, 700 Kilometer nördlich von Mexiko. Wie 2 Drittel der mexikanischen Bauern bewirtschaften José und Hilda Servando ein kleines Stück Land mit weniger als 5 Hektar. Im Oktober 2011 bedroht eine Dürre ihren Hafer und ihre Verzweiflung wird noch größer. Ich verstehe nicht, was in der Landwirtschaft passiert und auch nicht, was unsere Regierung macht. Ich bin 52 Jahre alt und ich erinnere mich noch an die Zeit, in der mein Vater lebte. Es reichte, wenn wir ein Stück Land von 1,5 Hektar wie dieses hier bewirtschafteten. Davon konnten wir das ganze Jahr leben. Es blieb noch Geld übrig, um uns Schuhe, eine Hose, einen Hut und Werkzeug zu kaufen. Seit dem Freihandelsabkommen sind unsere Produkte, für die wir 3 Pesos bekamen, nur noch 50 Centavos wert. Die Bohnen und der Mais werden sehr schlecht bezahlt. Von dem Erlös können wir uns nicht mal das Notwendigste kaufen, nicht einmal genügend Nahrungsmittel. Tausende Bauern haben ihr Land verlassen. Auf dieser Parzelle zum Beispiel wurde seit 6 Jahren nichts mehr angebaut. In der ganzen Gegend lebt keine einzige Familie mehr. Es ist eine Tragödie. Wenn Gott uns zu sich gerufen hat, wird hier alles verlassen sein.
Vor dem Freihandelsabkommen konnte Mexiko sich selbst versorgen, vor allem mit Mais, der heiligen Pflanze der Azteken. Mais ist hier das Grundnahrungsmittel. Früher schützte die Politik die nationale Landwirtschaft mit Importsteuern, garantierten Mindestpreisen und billigen Krediten. Im Namen des Freihandels wurden all diese Hilfen abgeschafft, mit dem Ergebnis, dass in weniger als 20 Jahren 3 Millionen Kleinbauern die ländlichen Gegenden verlassen haben. Das ist wahrscheinlich einer der skandalösesten Aspekte des NAFTA. Die USA durften nicht nur ihre Subventionen beibehalten, sondern auch gewisse Zollschranken, vor allem für Reis und Zucker. Mexiko hingegen ist ein sehr benachteiligtes Land, dessen Wirtschaftskraft einen Bruchteil derjenigen der USA darstellt, der größten Weltmacht. Mexiko dagegen hat schwere Armuts- und Entwicklungsprobleme. Trotzdem musste das Land die Zollschranken verringern und sich vollkommen dem Kapital und den Investitionen aus dem Ausland öffnen. Außerdem mussten die Hilfen für die kleinen Bauern abgeschafft werden. Seit Bestehen des NAFTA fördert Mexiko die Exportprodukte wie Kaffee, tropische Früchte und Treibhaustomaten. Da es gezwungen ist, die Grenzen zu öffnen, wird das Land von Mais aus den USA überschwemmt, der heute einen Marktanteil von über 40% hat. Der stark subventionierte Mais, der von dem großen Nachbarn im Norden exportiert wird, wird unter den Produktionskosten verkauft. Das führte zu einem Preissturz in Mexiko. Ein Segen für die großen amerikanischen Produzenten, wie hier in Nebraska, wo die durchschnittliche Größe der Farmen bei 500 Hektar liegt. Julie Green, Professorin an der Universität von Maryland, hat die Farm ihrer Familie geerbt. Sie übertrug den Anbau von transgenem Mais und Soja an ein Unternehmen, das sich von der Saat bis hin zum Verkauf der Ernte um alles kümmert. Dieser Maiskolben ist perfekt. Er ist voller Körner, keine Löcher in der Mitte. Er ist wirklich perfekt. Das gefällt mir. Seit NAFTA wird die Hälfte unseres Maises ins Ausland verkauft. Allen voran nach Mexiko. Etwa ein Viertel oder vielleicht ein Drittel wird als Viehfutter verwendet. Der Rest geht in die Anlagen für Biokraftstoff. Die Produzenten erhalten für den Mais Subventionen? Ja, die Regierung subventioniert uns mit $75 pro Hektar. Das ist die Hälfte von dem, was wir noch vor einigen Jahren bekamen. Die mexikanischen Bauern sagen, die Subventionen verzerren den Markt. Verstehen Sie ihre Wut? Ja, ich verstehe ihre Haltung. Aber naja, ihre Regierung kauft unseren Mais. Der Markt ist offen. Ich kann daran nicht viel ändern. Das von der Regierung Bush ausgehandelte NAFTA wurde mit viel Prunk von seinem Nachfolger Bill Clinton unterzeichnet, einem großen Befürworter des Freihandels. NAFTA will generate these jobs by fostering an export boom to Mexico. There will be less illegal immigration because more Mexicans will be able to support their children by staying home. This is a very important point. José und Hilda haben 8 Kinder. Die 5 Ältesten sind illegal in die USA eingewandert, nachdem das Abkommen in Kraft trat. Heute leben sie ohne Papiere in Texas, wo sie eine Familie gegründet haben. Dies ist meine älteste Tochter mit ihrem Mann. Und dies ist mein ältester Sohn mit seiner Frau. Dass die Kinder zurückkehren, ist unwahrscheinlich. Vorerst wohnen José und Hilda in dem Haus, das mit Geld gebaut wurde, welches ihre Kinder in den USA verdient haben. Es war ihr Traum, dorthin zu gehen. Sie sagten zu uns, wir gehen zum Arbeiten dorthin und wir werden euch ein Haus bauen lassen,
damit wir eines Tages alle wieder vereint sein können. Seit 13 Jahren habe ich meine älteste Tochter nicht mehr gesehen, weil sie keine Papiere hat. Die anderen sind später weggegangen. Es ist sehr schwer. Ich habe sie so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte sie so gern noch einmal sehen, bevor ich sterbe. Die Landwirtschaft ist heute am Ende. Das Freihandelsabkommen hat uns vernichtet. Wir haben die Hoffnung verloren, dass sich noch etwas ändert. Wenn du 15 bist, willst du dann auch dorthin gehen? Ja. Ja? Warum? Warum? Um da zu arbeiten. Es besteht eine Verbindung zwischen dem NAFTA und der illegalen Einwanderung in die USA. 1993, während der Diskussion über NAFTA, wurde uns das Abkommen als Mittel zur Beseitigung der illegalen Einwanderung verkauft, denn die Mexikaner sollten neue Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Heimat bekommen. Das war eine Illusion, wenn man den massiven Exodus der kleinen Bauern betrachtet. Sie sind hierher gekommen, um ein besseres Leben zu finden, denn sie hatten keine guten Alternativen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und die Wirtschaft unseres Landes. Doch bei einer Arbeitslosenquote von 9% in den USA ist die illegale Einwanderung ein sehr heikles Thema, das zu Spannungen führt. Seit Bestehen des NAFTA versuchen jährlich 500.000 Mexikaner ihr Glück im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Zahl der illegalen Einwanderer ist seit der Krise von 2008 zurückgegangen. Aber ihr Leben wird immer schwerer. Wie hier in Fremont, einer Stadt mit 25.000 Einwohnern im Herzen von Nebraska. Vor 20 Jahren gab es hier 250 Einwanderer. Heute sind es 3.000. Im Juni 2010 machte die Stadt von sich reden durch ein Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, das die Einstellung oder Unterbringung von Illegalen untersagte. Das Gesetz wurde als verfassungswidrig eingestuft, aber die Einwanderer halten sich seitdem bedeckt. Alfredo Velez ist Mexikaner und lebt seit 35 Jahren in Fremont. Er redet mit uns, weil er lange vor NAFTA die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Die Hispanos ohne Papiere haben Angst, festgenommen und dann ausgewiesen zu werden. Es findet ein Kampf zwischen den Unternehmen und der Regierung statt. Die Regierung will die illegalen Einwanderer ausweisen, aber die Unternehmen wollen sie einstellen, weil es sehr billige und willige Arbeitskräfte sind. Die Mehrheit der mexikanischen Einwanderer arbeitet als Landarbeiter oder in der boomenden Fleischindustrie. Die Fabrik Hormel in Fremont schlachtet täglich 10.000 Schweine. Die meisten Angestellten sind heute hispanischen Ursprungs. Als Expertin für Arbeitsgeschichte hat Julie Green die Verbindung hergestellt zwischen dem Mais auf ihrer Farm und den Mexikanern, die bei Hormel arbeiten. Sie trifft sich mit zwei Gegnern des kommunalen Gesetzes gegen die illegale Einwanderung. Hormel war ein sehr geschätztes Unternehmen. Die Angestellten konnten sich die Ausbildung ihrer Kinder leisten, ein Auto und ein nettes Haus. Denn die Löhne waren sehr gut. Aber in den 90er Jahren, nach dem Ende der 80er Jahre die Gewerkschaften quasi zerschlagen wurden, heuerte Hormel in Mexiko Arbeiter an, die hier arbeiten sollten. Und seitdem sanken die Löhne. Das führte zu Spannungen zwischen den Weißen in der Stadt und den neuen Einwanderern. Wer profitiert von NAFTA? Die multinationalen Konzerne profitieren von NAFTA. Kapitalflucht und Standortverlagerungen sind heute eine massive Tendenz der Weltwirtschaft.
Das Kapital sucht auf aggressive Art und Weise nach den billigsten Arbeitskräften mit den wenigsten Rechten. Und wenn ich von Rechten spreche, dann meine ich die grundlegendsten Menschenrechte am Arbeitsplatz. Das Ziel der multinationalen Konzerne ist, sich dort niederzulassen, wo sie den größten Gewinn machen können. Die Auswirkung auf die amerikanischen Arbeiter ist enorm. Letztendlich kehren wir sehr schnell zu der Situation zurück, die vor einem Jahrhundert existierte. Von den illegalen Mexikanern wollten nur Juan und Rosalita mit uns sprechen, unter der Bedingung, dass ihre Identität geheim bleibt. Nachdem er bei Hormel gearbeitet hat, wurde Juan von einem Viehzüchter angestellt. Rosalita wurde nach einem Arbeitsunfall in einem Rinderschlachthof gekündigt. Wir kamen mit leeren Händen zum Arbeiten. Unser einziges Werkzeug ist unser Körper. Wir kamen, um unseren Körper zu verleihen. Und wir leiden. Wir sind Wegwerfgegenstände. Der Mensch ist ein Wegwerfgegenstand. Sie benutzen dich. Und wenn du zu nichts mehr Nutze bist, werfen sie dich weg. Es gibt immer einen anderen, der deinen Platz einnehmen kann. Es gibt kein Gesetz, das dich schützt. Gegen einen multinationalen Konzern kannst du niemals gewinnen. Es ist ein Teufelskreis. Wegen des Freihandelsabkommens hat sich die Wirtschaft unseres Landes verschlechtert. Wir kamen in ein Industrieland. Wir überarbeiten uns. Und für wen arbeiten wir? Für die Leute, die unwahrscheinlich viel Kapital haben und die Nahrungsmittel nach Mexiko exportieren. Das ist ein Teufelskreis. Innerhalb von 20 Jahren hat sich der US-Export von Rinder-, Hühner- und Schweinefleisch nach Mexiko verfünffacht. Das mit subventioniertem Mais und Soja erzeugte Fleisch wird 20% unter seinen Herstellungskosten verkauft. Wie viele kleine Maisproduzenten haben sich auch zahlreiche mexikanische Viehzüchter zu den Heerscharen illegaler Einwanderer gesellt und halten so das verheerende System am Leben. Zurück in Zacatecas. Der letzten Zählung zufolge leben heute mehr Zacatecanos in den USA als zu Hause in ihrem Bundesstaat. In den Dörfern sind die Frauen, die Kinder und die Alten zurückgeblieben. Sie überleben dank der Remesas, des Geldes, das ihnen ihre Verwandten schicken, die ausgewandert sind und nun jenseits des Rio Grande leben. 2007 brachten die Remesas Mexiko 20 Milliarden Euro ein. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wer von Ihnen hat einen Verwandten, der in den USA lebt? Alle, die einen Sohn, einen Bruder, einen Schwager oder einen Vater dort haben, heben die Hand. Es ist traurig, mit anzusehen, dass die meisten Frauen hier allein sind. Aber andererseits, wenn unsere Männer hier wären, was hätten wir dann zu essen? Wovon könnten wir leben? Wir gehen einkaufen, sobald die 100 Dollar kommen. Das heißt, früher waren es 100 Dollar, heute sind es höchstens noch 50. Wir schränken uns stark ein. Die Situation der Frauen hier ist sehr kompliziert. Der Vater ist nicht bei der Familie. Und sie können sich den Schmerz der Väter ausmalen, die ihre Kinder nicht aufwachsen sehen und ihnen nicht helfen können. Ich möchte eine Frage zu dem Freihandelsabkommen stellen. Wie können sich die Bauern organisieren, um ihre Situation zu verbessern? Eine 1.600.000 Zacatecanos produzieren Vermögen in den USA. Wenn sie dieses Vermögen hier in Zacatecas produzieren würden, hätten wir ein anderes Zacatecas. Ich nenne ein Beispiel. Während wir Bohnen ernten, kommen 120.000 Tonnen Bohnen in unser Land und senken den Preis des Produktes, für das wir ein Jahr lang gearbeitet haben. Del trabajo de todo un año.
Wer hat diese 120.000 Tonnen gesät und produziert? Die Zacatecanos, die in den USA leben. Die Politik der aktuellen Regierung besteht darin, die Bauern aus den ländlichen Gegenden zu vertreiben. Deshalb müssen wir sagen, es reicht. Lasst die Landwirtschaft in Ruhe. Vielen Dank. Es war eine Falle. Anfangs glaubten viele, das Freihandelsabkommen würde uns nützen. Das Argument lautete, es würde ja keinen Sinn ergeben, die teuren Lebensmittel der mexikanischen Bauern zu kaufen, wenn man sie billig aus den USA importieren könnte. Letztendlich verdienten wir dabei, da die Kosten der importierten Lebensmittel geringer waren als das Geld, das aus den USA von denen geschickt wurde, die die Lebensmittel produzierten. Ein sehr gutes Geschäft. Der Nettosaldo betrug 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Es mussten also weiterhin Mexikaner exportiert und Lebensmittel importiert werden. Aber das ist vorbei. Heute stimmt diese Rechnung nicht mehr, denn die Nahrungsmittel, die wir importieren, sind nicht mehr billig. Und das von den Mexikanern geschickte Geld ist wesentlich weniger geworden. Im Januar 2007 erlebte Mexiko die ersten Hungeraufstände seiner Geschichte. Von einem Tag auf den nächsten verdoppelte sich der Preis für Tortillas, das Grundnahrungsmittel der Bevölkerung. Die Krise entstand nicht durch einen Mangel an Vorräten, sondern aufgrund von Spekulation. Seit dem NAFTA wird der Vertrieb von Mais durch multinationale Nahrungsmittelkonzerne wie Maseca oder Cargill Monsanto kontrolliert. Sie sahen den Preisanstieg durch die Produktion von Biokraftstoff in den USA voraus und froren die Vorräte ein, um ihren Gewinn zu maximieren. Seitdem steigt der Tortilla-Preis unaufhörlich und 20 Millionen Mexikaner hungern. America is where it should be, in the lead, setting the pace, showing the confidence that all of us need to face tomorrow. We are ready to compete and we can win. Heute stehen die mexikanischen Politiker nicht mehr einhellig hinter dem NAFTA. Das konnte Olivier Desquiter, UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf Ernährung, bei seinem offiziellen Besuch im Juni 2011 feststellen. 2 Monate zuvor hatte der Senat ein Gesetz verabschiedet, um das Recht auf Nahrung in die Verfassung aufzunehmen. Was ist der beste Weg, dieses Recht konkret umzusetzen? Natürlich muss die Umsetzung des Rechtes auf Nahrung progressiv erfolgen, denn man braucht Zeit, eine Politik, Budgets und Gesetzesreformen, um es durchzusetzen. Aber Hunger kann nicht warten. Es müssen rasch Maßnahmen ergriffen werden, um in diese Richtung zu gehen. Ein weiteres Problem ist, ein Land, das von Importen abhängig ist, um sich zu ernähren, ist ein sehr angreifbares Land. Wenn die Nahrungsmittelpreise auf dem internationalen Markt plötzlich steigen und wenn das Land nicht seine Möglichkeiten zur Eigenversorgung ausgebaut hat, gerät es in eine sehr schwierige Situation. Ich denke, die Beziehungen zwischen den lokalen Produzenten und den Verbrauchern müssen ausgebaut werden, indem Bauernmärkte unterstützt und kurze Vertriebswege geschaffen werden. So können die Verbraucher qualitativ hochwertige Nahrung kaufen. Das Treffen mit Olivier Desquiter hat die Senatoren aller Parteien verstört. Dabei hatten sie vor 20 Jahren alle für NAFTA gestimmt. Der Hauptgrund für das Problem der Nahrungsmittelversorgung im Land ist das Versagen der Politiker und der Verantwortlichen des Staates. Der Staat hat ein Wirtschaftsmodell übernommen, das dem Markt die Ausrichtung der Produktion überlässt und die Handlungsfähigkeit des Staates auf ein Minimum reduziert. Wenn wir die Bauern subventionieren, verstoßen wir gegen das Freihandelsabkommen. Das kann so nicht weitergehen. Sie haben die ländlichen Gegenden Mexikos vollkommen vernichtet. Wir haben öffentlich gesagt, dass das Freihandelsabkommen überarbeitet werden muss, damit wir eine Klausel einfügen können, die es uns erlaubt, die kleinen Bauern zu unterstützen. Mexiko kann sich ernähren und das NAFTA ist kein unabwendbares Schicksal.
Davon ist Celerino Pacotempa überzeugt, ein Bauer aus Guerrero im Süden des Landes. Er hat die Organisation San Secantinemi gegründet, was so viel heißt wie alle zusammen. Ihr gehören 1800 Familien an. Sie sind zum biologischen Anbau übergegangen und verkaufen ihre Produkte auf den regionalen Märkten mit dem einen Ziel: Nahrungsmittelunabhängigkeit. Nahrungsmittelunabhängigkeit ist das Ziel der Männer und Frauen, die sich zum Widerstand entschlossen haben. Wir müssen produzieren, was wir verbrauchen, indem wir auf den regionalen Märkten präsent sind. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir sagen, dass die Nahrungsmittel von dem Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden müssen. Die Organisation San Secantinemi kämpft für den Erhalt des traditionellen Maissaatguts, welches durch das NAFTA gefährdet ist. Mexiko gilt als Ursprungsland des Maises und hat mehrere hundert Arten des sogenannten Criollo-Maises. Einige werden zur Herstellung der Tortillas verwendet, andere haben ihren Namen typischen Gerichten gegeben, wie hier der Pozole, der zu einem Symbol des Widerstandes wurde. Wir müssen aufhören zu schweigen. Wir müssen uns aller Möglichkeiten bedienen, um der Welt zu zeigen, dass wir Widerstand leisten. Und um der Regierung und den Entscheidungsträgern zu sagen, dass es so nicht geht. Etwas Unterstützung von der Regierung würde ausreichen, damit das Land seine Vitalität, seine Aktivität zurückerlangt und die Bevölkerung halten kann, damit sie nicht mehr gezwungen ist, in den Städten oder gar im Ausland Arbeit zu suchen. Hier ist das Leben viel besser. Wir brauchen Texas, um nichts zu beneiden. Unsere Lebensqualität ist viel besser. Die Luft, die wir atmen, ebenso. Und wir haben gesunde Nahrung. Wir versuchen, von der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft zu leben.